Liebe Bonnerinnen, liebe Bonner, liebe Beulerinnen, liebe Beuler, ich bin hier auf der Beuler Rheinseite am Fahrradweg, um dessen Ertüchtigung es aktuell ja einige Diskussionen gibt. Und deshalb wollen wir uns gemeinsam mal angucken, was da überhaupt geplant ist. Die Stadt, wir wollen die Radverkehrsroute hier ertüchtigen. Die ist mittlerweile auch 40 Jahre alt und insofern sowieso in die Jahre gekommen. Über rund 1,8 Kilometer werden wir den Radweg erneuern. Wir werden ihn zum Teil verbreitern, aber die Führung des Radverkehrs bleibt grundsätzlich gleich. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme aus dem Maßnahmenpaket Emissionsfreie Innenstadt, für die wir auch eine sehr hohe Förderung vom Land, von der Landesregierung bekommen. Die gesamte Maßnahme wird ungefähr 700.000 Euro kosten und die bekommen wir zu 90% finanziert. Die Radroute hier im Beuler Rheinauenpark ist besonders wichtig, sowohl für den regionalen als auch für den überregionalen Radverkehr. Sie wird sehr stark frequentiert. Durchschnittlich fahren hier jetzt schon rund 2200 Radfahrende täglich her. In der Spitze fast 8000 Menschen, die hier mit dem Fahrrad unterwegs sind. Sie ist, wenn man mal vom Ausbaustand Abstand nimmt, auch die komfortabelste Route und die wichtigste Achse. Sie verbindet sehr viele Orte, wo viele Menschen hier bei uns in der Stadt und in der Region berufstätig sind. Und dann deshalb ist es für uns von besonderer Bedeutung, hier wirklich einen attraktiven Radverkehr möglich zu machen. Wir wollen in Bonn die Verkehrswende, wir wollen, dass möglichst viele Menschen auch komfortabel mit dem Fahrrad beispielsweise zum Job, zu ihrer Arbeitsstätte fahren können. Und dafür braucht man attraktive Radwege und die sind aktuell hier auf dieser Route leider überhaupt nicht geboten, wenn man sich das anschaut. Sie sind zu eng, sie sind einfach viel zu schmal. Überholen ist so gut wie gar nicht möglich. Wenn beispielsweise Eltern mit ihren Kindern hier unterwegs sind, dann ist das für die Kinder von der Sicherheit her keine Situation, wie wir uns die wirklich für einen gut ausgebauten und auch attraktiven Radweg vorstellen. Wir investieren in Bonn viel in den Klimaschutz und da ist der Radverkehr natürlich ein ganz zentraler Bestandteil. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auf der Beuler Rheinseite einen attraktiven Radverkehr an dieser Stelle auch ermöglichen. Das Beispiel des Radwegs hier in der Rheinaue zeigt, dass wir immer mit Zielkonflikten zu tun haben, auf dem Weg, unsere Stadt nachhaltiger zu gestalten und mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir haben Zielkonflikte zwischen Mobilitätsbelangen, zwischen der Notwendigkeit, in die Fahrradinfrastruktur zu investieren und Naturschutzbelangen beispielsweise. Und diese Aspekte müssen immer gut miteinander abgewogen werden. Und in der Abwägung ist es richtig, hier diesen Radweg zu verbreitern und den wirklich attraktiv zu gestalten. Dafür müssen Bäume gefällt werden, das ist Fakt. Aber wir werden, und das ist mir persönlich auch ganz besonders wichtig, deutlich mehr Nachpflanzungen vornehmen, als wir jetzt Bäume fällen müssen, dass es hier attraktiv weiter begrünt wird auf der Beuler Rheinseite. Das ist für mich selbstverständlich. In der Abwägung ist das eine gute Maßnahme und ich hoffe, dass Sie dieser Argumentation auch folgen können. Der Radweg wird nur sehr moderat erweitert, maximal um einen Meter. Und insgesamt sind die Planungen sehr behutsam vorgenommen worden. Sie sind auch immer mal wieder modifiziert worden, um Bäume wie diesen hier erhalten zu können. Es bleibt, dass 27 Bäume gefällt werden müssen. Das ist leider unvermeidlich. Wichtig ist, dass wir umfangreiche Ersatzpflanzungen vornehmen werden, sowohl hier unmittelbar in Beul im Rheinauenpark, aber auch an anderen Stellen in der Stadt. Jetzt gibt es eine Diskussion, ob man den attraktiven Radweg nicht an anderer Stelle hätte etablieren können. Im Gespräch ist die Elsa-Brandström-Straße. Die wäre aber überhaupt keine gute Alternative. Entweder man müsste den Fahrradverkehr in den anderen Straßenverkehr integrieren und das wäre nun wirklich kein Mehrwert für den Radverkehr. Damit würden wir keinen Beitrag zu einer attraktiveren Radinfrastruktur hier auf der Beuler Seite leisten. Oder, das wäre die Alternative, man müsste eine eigene Radinfrastrukturanlage am Rand der Elsa-Brandström-Straße schaffen und dafür müssten deutlich mehr
Bäume an diesem alleeartigen Charakter der Elsterbandschirmstraße gefällt werden im Vergleich zu dem, was tatsächlich hier in der Rheinaue selbst passieren müsste. Aus meiner Sicht sind das keine wirklich guten Alternativen, die hier im Raum stehen. Die Verbreiterung des Radwegs ist politisch sehr intensiv diskutiert worden und schon 2019 mit einer sehr großen Mehrheit im Stadtrat auch beschlossen worden. Der Denkmalschutz hat sein Go gegeben. Wir sind als Stadt der Ansicht, dass auch beim Urheberrecht nichts dagegen spricht, diese Maßnahmen durchzuführen. Und erst ganz unlängst hat die höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung noch mal sehr deutlich formuliert, dass vom Verfahren und mit Blick auf die Belange des Naturschutzes alles völlig richtig gelaufen ist. Es ist also richtig und jetzt auch wichtig, diese wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Radinfrastruktur in unserer Stadt jetzt in Angriff zu nehmen.